Ich bin euer Kim Graubo, das ist Car Manufacturer und ich habe ein bisschen umgebaut. Leider, ah ja, Moment, der Ton, den mache ich immer aus. Das Problem ist, es gibt ja hier so tolle Sachen, wie so eine Treppe. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, eine Etage hochzuschalten. Finde ich irgendwie merkwürdig. Dann gibt es einen Schredder, der auch nicht wirklich eine Funktion besitzt und halt so andere komische Sachen, die man nicht erforschen kann. Das hemmt ein bisschen das Release-Dingsbums. Selbst bei 7 Days war das nicht so. Naja, wir haben 125.000 Euro. Wir haben fast alle drei Teile, alle vier. Jetzt wollte ich das eigentlich noch so ein bisschen hier organisieren, aber das Problem ist halt, wenn man die Fertigungsstraßen auf die andere Seite klebt, also hier auf die Seite. Hier aber das Material ist und es noch kein Materiallagersystem gibt. Hier, das kann ich auch noch nicht bauen. Aber es jede Menge Lagerplätze gibt. Theoretisch könnte man ja sagen, nicht aus dem Repair Shop, wenn man hier ein Auto zerlegt, habe ich ja hier Zeugs. Und wir zerlegen ja nur die schlechten Sachen wieder von den Autos, die wir gerade auch bauen. Dass sie da nicht einfach die Rohstoffe wieder von ihr rausnehmen. Warum nicht? Ist noch nicht fertig entwickelt, das Spiel. Wir zerstören ja mal die, die unter gut sind. Weil, warum soll ich die reparieren? Das macht irgendwie nicht so. Auf der Arme hat tatsächlich immer noch welche, ein paar davon. Hier zum Beispiel den da. Bin ich halt schwierig. Also es ist noch nicht fertig ausgegoren. Es gab in der Vergangenheit, als die Grafik noch aus Blöcken bestand, die größer waren als manche Handys, gab es schon Spiele, die waren besser designt. Das heißt jetzt nicht, dass das Spiel schlecht ist, aber es ist noch nicht gut. Ja, und actually kann man eigentlich nicht pleite gehen. Achso, die haben schon direkt wieder das nächste Auto. Wie nennen wir den denn? Renny. Weil wir haben ja hier unsere Parkplätze von den ganzen von uns jemals gebauten Autos. Dick. Die, Zeig mir die, mal das die. erste. Ja, kannst du dich einfach mal sagen, wer du bist? Ach so, hi, ich bin Raki. Das ist Oh, wie Dreirad. cool. Ja, wie cool ist das denn? Das ist Guppi. Das ist Vierradbank. Das bist du. Das ist Eldia. Ja, da steht hier oben rechts. Capone. Das, ja, von Lambo haben wir mehrere Farben. Aber die Leute können auch nicht parken, also. Nee, wollte ich gerade sagen. Also auch kreuz und quer. Jetzt muss man hier eine Blaupause aussuchen. Le Mau. Ich kann ja nicht mehr pleite gehen, ne? Jetzt können wir uns halt entscheiden. Hier ist halt auch Parkplatz mit rundem Dach. Coole Wurst. Ja, das Teile-Ding wäre halt interessant, wie das dann ablaufen soll, ne? Und ob dann die Sachen freigeschaltet werden. Ich meine, bei einigen Missionen, also Kampagnen, muss man ja Schrott wegräumen. Also ein Schrott ist halt diese Treppe hier. Ich kann sie nicht bauen. Also ist auch nirgendwo hier dabei, ne? Ich kann jetzt einmal hier die Büsche rausziehen. Es gibt eine Mission, da musst du Sicherheitsstationen bauen. Aber wenn das hier noch nicht mal raus ist, finde ich das auch schwierig. Jetzt haben wir das hier fertig auf der linken Seite auch komplett. Hier haben wir auch fast alles. Ja gut, das kann ich nur mal, wenn meine Brand-Popularität hochgeht, aber das kommt ja mit der Zeit. Ja, das finde ich interessant. Jetzt können wir hier die Forschungszonen hochdrücken. Und dann haben wir jetzt Forschungscomputer. Da können wir jetzt theoretisch mal unsere Forschungsyogis hier ein bisschen upgraden. Ja, die leiden ein bisschen an Depressionen hier, die haben es hier nicht so schön.
Überraschungscouch. Ja, ja. Kannst du schön an das Fenster setzen? Nö. Ne? Ne, wir arbeiten hier mit harter Hand. Hier gibt's keinen. Hätte, Wende, könnte. Müssen wir mal gucken, wir haben 10 Forschungsmuglis. Dass die halt noch arbeiten können, ja. Können sie. Leder an einem anderen Gerät, ist das super. Top, die Watte quillt. Haben wir das fertig? Boah, die können wir direkt in die Montage picken. Die Ärmchen hier sind irgendwie schlechter als die hier vorne. Oder das Auto ist einfach komplexer, das kann natürlich auch sein. Aber wir drücken jetzt hier einfach mal auf Gas. Das Einzige, was wir noch machen können, ist halt gucken, ob wir noch eine Produktionsstraße hinkriegen, um noch ein weiteres Auto in Gang zu kriegen. Aber das ist echt nervig. Vor allem, wenn man das so unterteilt auf mehrere Baugruppen. Wenn einer weiß, wo es die scheiß Kopierfunktion gibt, dann sagt er mal Bescheid, Alter. Die gibt's nämlich nicht. Das ist echt nervig. Ja, wenn du jetzt hier ein neues Auto reindübeln willst, ne? Musst du ja für jede Station die Einkaufssachen hier neu einstellen. Und wenn du dann mehrere auf einem Platz hast, du musst dann, um dass du das Geld nicht verlierst, aus dieser Bestellung, musst du die Bestellung erst löschen, den Inhalt dann verkaufen. Weil wenn du es dann wieder überkopierst, dann ist nachher die Ware weg. Kann passieren. Hm. Und dann musst du halt jedes Ding einzeln einstellen. Aber es gibt hier keine Kopierfunktion. Ich sehe ja keine. Können ja mal gemeinsam hier reingucken. In die Steuerung. So, ja. Also schön, Kamerabewegung. Das ist cool. Objekt drehen, nächster Schritt. Zirkumflex, ist auch geil. Sonstiges. Ja, war's schon, ne? Lebenslauf ist auch eine gute Beschreibung für Weiterspielen. Ja, gut. Da ist diese andere angewendete Mathematik. Aber die kommen ja schon gar nicht hinterher, oder ist das hier nicht eingestellt? Ja, doch. Ja, deswegen muss das halt nah an dieser Kiste hier stehen. Kann das hier runterziehen. Aber dass man hier keinen weiteren Eingang bauen kann oder sowas, oder... Das wäre der Teil der Produktion, das fehlt, weil dann könnten die das aus der Mitte ziehen oder so. Dass die Dudes halt auch nicht parken können, ne? Das ist so der größte Grinder in dem Game. Manche können das, andere wiederum nicht. Dass man das immer noch nachziehen muss, dass man nicht sagen kann, Alter, alles, was unter einer gewissen Wertigkeit ist, das muss repariert werden und alles darunter geht in den Verschrotter, also in den Teileverwerter. Das fehlt halt, das ist automatisch passiert. Weil durch die Reparatursachen hier, die Reparaturwerkstatten, entstehen keine Kosten. Du brauchst halt nur irgendeinen Transporter-Dude, der den Wagen dahin fährt und dann macht das die Anlage ja von alleine. Wir können das gleich mal hier anstrengend nie über Businessplan gucken. So, wir haben Kosten, Mitarbeiter, Darlehen, Teile, Werkzeuge, Anzeigen, Tech. Da ist nichts mit Reparaturwerkstätten. Also, wenn ihr wisst, wo das runterfahren könnte, gerne, aber nö. Und wir wären jetzt schon wieder 100.000 und ohne Witz, ich habe das halbe Stunde laufen lassen. Nur mit diesen Autos. Ja gut, ich habe die jetzt auch hier nicht auf ohne LOL 4%, ja gut, der, weil der relativ neu war, aber die gehen halt trotzdem weg wie geschnitten Brot, ne? Infinity Money Glitch, wie in Folge 3 oder so. Wir sind ja in einer Folge nur pleite gegangen, weil wir jetzt so viel auf einmal wollten. Das saß eigentlich schon für das Spiel hier. Wir könnten jetzt hier noch. Ja, gut. Oh. Nice. Hast du es ausgeschöpft? Ja, das Einzige, was jetzt noch wäre, wäre hier Forschung komplett zu Ende zu bringen.
Wir könnten hier die Tische verkaufen und die Grinder und die Forschungsdinger setzen, weil die tendenziell mehr Forschungsergebniswerte da geben. Und hier die Produktionsstätten nochmal optimieren und vergrößern und so, ne? Also dass statt 4, 5, 6, 7, 8 rein sind. Was ich jetzt auch ein bisschen schwierig finde. Dieses Schild, ne? Das ist einfach nur ein Schild. Ja? Steht K drauf, was okay ist. Ich hatte das am Anfang mal. Hier an meiner Verkaufshütte stehen. Ja. Aber weiß nicht, ob man das auf die Kamera kriegt. Es ist actually nicht an der Wand, es schwebt. Ja, es ist aus. Es schwebt, aber es hat keinen Pfosten. Wenn es an der Wand klippen würde, wäre ja okay, aber es wäre dann in der Wand. Mhm. Und wäre halt cool, wenn es hier zu einer Erklärung geben würde. Eine sinnvolle, ja, es hält das, aber hat das irgendeine Auswirkung? Nein. Leider nicht, genau wie das hier leider null Auswirkung hat. Das hätte ich ja gern gehabt, so ein Autorepräsentator, aber es hat Kosten, ich kann es aber nicht. Ich habe ja alles geguckt und erforscht. Geht halt nicht, ne? Ist alles raus. Mehr geht nicht. Wenn ihr das wisst, gerne, aber... Ja, wir können jetzt die Mitarbeiter noch hier in Boxschuppen schicken, damit die besser werden, Stufe 4, 5, 6, 7, aber gut, dann könnten wir wieder die Anzahl der Träger reduzieren. Wenn ein Träger halt verarbeitet für 4, dann würden wir so ein bisschen das Cap hier umgeben von 100 Leute. Aber warum? Es hat jetzt keinen großen Impact irgendwie. Meine Pickup ist jetzt auch schon ewig in der Queue hier, ne? Und das wird wohl sehen, seit wann der verkauft wird. Ja, 1897. Also er ist schon 2 Jahre drin. Okay, der auch. Ja, okay, der auch. Ja, alle, okay. Aber halt zu verschiedenen Monaten, ne? Ja, der Standard ist auch schon ewig dabei. Können jetzt mal hier deinen Standard ein bisschen runtergehen. Ja, vielleicht müssen wir den Deluxe-Standard mal wieder rauswerfen oder so. Weil die Umfragewerte runtergehen. Aber das können wir ja in dem Fall einfach ein bisschen runtergehen. Ja, 128.000 Schmeckolons. Und das geht hier nur nicht weiter, weil die Teile halt fehlen. Wir könnten einfach noch mal ein paar Träger einstellen, damit wir 60 haben. Ja, ich weiß, ich habe vorhin 2-3 rausgeworfen. Das gefettfingert. Dafür kommen jetzt ganz viele. Können natürlich auch mehr Wissenschaftler einstellen. Ich habe noch nie einen in den Spreader geschickt, aber das Gebäude kannst du nicht mal anklicken. Das hier kannst du zumindest anklicken. Ja, es sind ja auch Bestellungen drin, also... Das kannst du übrigens auch nutzen, um so ein Ding hier zu machen, so einen Lagerplatz zu belegen. Was willst du? Vorgeschlagene Befehle? Ja, genau. Okay. Sind die gerade nicht im Betrieb? Das ist vielleicht so eine Hilfe, was noch kommt oder so. Mhm. Ah, das James Bond Auto kommt gleich. Sieht schick aus. Mhm. Ich glaube, ich lasse das auch weiß. Ist ein bisschen zu groß für die Forschungsplattform da. Ein bisschen Elfenbein. Wir können hier den Standard rauswerfen. Den Deluxe hier. Lassen den noch ein bisschen bauen. Hier stoppt es halt wieder, ne? Aber wir haben nicht genug Leute. Irgendwo arbeiten auch Mechaniker noch mit. Ja, hier. Genau, die machen das alles. Das läuft wie geschnitten Brot da oben.
Der ist ja sehr beliebt. Ja, eigentlich auch, ne? Also die kommen ja alle schon. Gehen die weit nach oben. Gehen die einfach nur vom Preis was runter. Dann werden die vielleicht noch beliebter. Ich meine, wir haben alle Werbemaßnahmen, die es so gibt, an. Es gibt auch witzig, es gibt einen Deaktivieren-Knopf, aber keinen Aktivieren-Knopf. Normal ist es ja so, wenn du auf den Aktivieren-Knopf drückst, wenn es nur einen Button gibt, du drückst nochmal drauf, deaktivierst du den Scheiß. Ja, nee, funktioniert ja nicht. Ist das da vielleicht automatisiert? Nein. Du musst es anklicken und du kannst es ausklicken mit einem Klick. Aber du kannst es nicht mit einem Klick alles anmachen. Die Montage-Sache finde ich eigentlich gar nicht mal so uncool. Auch wenn das mit den Teilen nicht funktionieren sollte. Aber man kann da so ein kleines Geldpufferchen aufbauen. Weil die Teile werden ja da zerlegt und bleiben da drin. Ne? Dann kann man die immer mal wieder verkaufen. Wenn da irgendwie so ein Minus hängt oder so. Weil ich vergesse das da regelmäßig. Aber naja, wenn man verkaufst, dass du wieder was bauen willst oder was. Und dann freust du dich halt darüber, dass du so ein kleines Puffer da liegen hast. So diese indirekte Aktiensache. Weil die Teile haben keinen Preisverfall oder werden teurer, billiger oder sonst irgendwas. So wie im echten Leben. Gänzliche Verknappung und so. So, Igelbiegel, wie nennen wir dich denn? Ah, hier ist der Tech Tree. Wir haben hier noch ein bisschen vor uns, ne? Ja. Renny und Herkules bauen wir als nächstes. So. Wollen wir dazu eine neue Straße bauen? Oh, warum nicht? Dann machen wir einfach dieses Gebäude hier größer. Produktionsstraße? Ja. So. Da ist jetzt doch eins zu weit nach unten gebaut, ne? Wie komme ich denn jetzt auf das schmale Brett? Ach, ist egal. So. Dann bauen wir hier. Renny. So, machen wir dann so. Aber dafür sollten wir vielleicht mal ein paar Kräne dahinstellen, damit wir mal gucken können, wie sich das so verhält mit dem Gewicht, weil die Dinger hier, wenn ihr einen Trick kennt, wie man die hier ein bisschen tunen könnt, mit der Lagerkapazität, sagt man Bescheid. Hier ist das Chassis tatsächlich recht leicht. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen. Ah, leider nur zweimal, aber gut, dann ist das so. Hier wäre also eine Kopierfunktion ziemlich cool. Ah, ist der Motor so leicht? Kannst du mir da nicht erzählen. Dann kannst du noch Elektrik machen. Ja, es ist manchmal so weird. Weil die Kotflügel sind meistens hier irgendwie. Relativ schwer.
Musst du für so eine neue Straße auch neue Leute einstellen? Wäre von Vorteil, sonst sie kommen ja jetzt schon nicht hinterher beim Tragen. Ne? Dann haben wir ja Stoßstänge oder sowas. Wie sieht's aus? Nee, ist zu viel. Diese Kotflügelkacke, ne? So, jetzt mache ich nur Karosserieteile. Ist das schon wieder. Das. Dann machen wir einfach 3. Dann machen wir hier Stoßstange, Kotflügel. Ja. Ist der zweite dann auch immer leer ist, ne? Armaturen. Ja, dann nimm die Fenster noch mit dabei. Okay, dann nimm die Platten noch mit dabei. Wir können jetzt noch mit dem mit der Funktion ja ein bisschen spielen, mit der Erneuerungsrate, aber wenn ihr auch so nicht hinterherkommt, dann bringt ihr das auch nichts. Irgendwie so wirklich. So, Doom-Station machst jetzt die letzten 3 Sachen. Da ist hier nicht mehr viel. Ja, ist nicht so. Naja, jetzt cool, wenn man dem Automatus hier sagen kann, finde, wenn du was rausfindest, unter so und so viel Prozent, steckst direkt in den Verschrotter oder so. Ja. Jetzt müssen wir den hier direkt in Produktion stellen. Wäre halt cool, wenn man das jetzt markieren könnte, einmal kopieren. Also muss man jetzt wieder hier hingehen. Den ganzen Bums wieder hinbauen. Wie viel Platz ist denn da? Ah, genau. Genau so viel. Dann machen wir das hier einfach auch nochmal. Den Platz haben wir ja. Wir haben ja auch schon die schnelleren Stromgeneratoren-Dinger da. Die müssen wir jetzt wieder ein paar neue setzen. So, wir sind ja hier unten. Parken die so rum. Hopp. Problem gelöst. So. Da ist halt das echt nervige, ne? Das. Aufzubauen. Herkules, ne? Jo. Erst pass auf. Ja, jetzt ist das nämlich wieder komplett anders zu hier oben. Da haben wir zweimal das drinnen. Das kostet 4 Kilo oder 4 Tonnen. So sind 3 Sachen 2 Tonnen. Die haben eine unterschiedliche Größe. Dann kannst du das ja schon wieder in die Tonne schieben. Dann musst du die Aufhängung rausnehmen. Dann ist das Chassis schon schwer genug. Na gut, du kannst es auch nur zweimal reinnehmen. Und so verschiebt sich das halt immer. Was tendenziell witzig ist, ne? Weil Motoren und Fahrzeuge sind unterschiedlich stark, schwer, bla bla. Aber es ist manchmal so ein Grummel, dass auch immer der zweite Ankermann hier ohne Vorlaufzeit ist. Das ist so, wie ist die Elektronik hier? Nix, okay. Dann mach mal diesen hier. Kannst du direkt die Karosserieteile rausnehmen. Getriebe. Es gibt keine Kopierfunktion. Das ist das, was am nervigsten ist. Hier kann man jetzt natürlich nur den Rahmen nehmen, weil sonst ist alles wieder zu schwierig. Und es passt halt auch nur einmal rein. Weil der Rahmen so fett ist. So, dann machst du halt diese Sachen bitte.
krass. Ist mir jetzt Lachs, ihr macht das jetzt. Ich will das jetzt nicht noch filigranisieren hier. Drop, 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 drop. Ja, du kannst hier noch Fenster machen oder so. Okay. Waffen schlagen lassen. Ja, hier könnte man wahrscheinlich dann das Teil des Zeugs hinlegen, was noch nicht geht. Und du machst den Rest hier, ja. Gut. Jetzt irgendwas verpasst. Du machst doch hier Türen oder sowas, ne? Ja. Und dann solltest du doch Lichter machen. Wo ist denn der Kram hier? Was ist denn hier los? Was ist das? Was für eine Bestellung soll denn das sein? Hier ist ja nichts. Warte mal, Station 1, mach das Chassis. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Hat das Ding keine Zubehörteile oder was? Oder zusätzliche Lichter? Ja gut, dann nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Aber dass es dann so wegpackt? Naja, dann gehen die halt einfach wieder weg. Wobei, ich stelle sie einfach. Ach, man kann die auch nicht umstellen. Manche Dinger, Lagersachen kann man umstellen, manche wieder nicht. Ist kein so gut durchdachtes Konzept in meinen Augen. Noch 11.000. Geile Sache. Dann machen wir eben das hier fertig. Ist auch krass. So normal ziehen geht nicht, aber wenn das dann geplaced ist, dann kann man es machen. Kaffeeautomaten. Geiles Regal. Alles, was der Verkäufer braucht. Ja, so ein bisschen, ne? Können wir den neuen Wagen in Halt bringen. Du machst den Herkules. Also wenn ich drauf drücke, man kann es halt nur aktivieren. Ist halt diese andere Version von Ich bin unlustig. Direkt hier 1 Trillion Euro, bitte, danke. Und du warst der andere. 400% Gewinn? Ja. Oh, das ist schade. Ist ja ein neuer Wagen, der ist ja gerade frisch auf dem Markt. Hallo?
Ja, der ist doch flammend neu. Den gibt's noch gar nicht so lange. Den haben wir gerade erst abgebunden. Natürlich. Schade, dass es nicht noch mehr geht. So, dann können wir ja mal noch mal zwei Verkäufer einstellen. Platz haben wir ja noch. Wir brauchen aber erstmal noch mal Strom. Den stellen wir ein. Den stellen wir ein. Lup, danke. Hast du direkt hier an Beliebtheit gekriegt? Dafür müssen wir neue Parkplätze schaffen. Der Output ist so krass. Da können wir bestimmt wieder welche in die heiligen Zerstörungshallen schicken. Ja, die Mucke ist geil, aber... Ja, die ist echt entspannt. Die erinnert mich so ein bisschen an Themen Hospital von damals. Das musst du mir erklären. Um was geht's da? Oh, das war so ein Krankenhaus-Simulationsspiel, wo du dann auch verschiedene Patienten mit verschiedenen Krankheiten heilen musstest. Und du musstest das Krankenhaus quasi so aufbauen. Und dann hattest du immer eine Mission quasi gehabt, die du dann erfüllen musst, wie, keine Ahnung, heile 4 Patienten mit Lymphiasis oder keine Ahnung. Da waren ganz kuriose Krankheiten. Ja, und nebenbei hattest du dann auch so, keine Ahnung, Ungezieferfälle im Krankenhaus und so ein Kram. Haben wir einen Inspektor und so. Ja, und wenn du dann die Mission geschafft hast, dann wurden dir neue Sachen freigeschaltet. Warum ist denn jetzt das Werkstor blockiert? Weiß auch keiner. Haben wir Streik oder was? Die fahren ja raus. Cool. Was wir noch bauen könnten? Weiß gar nicht, worunter das läuft. Wachposten. Hier so. Bauen wir einfach einen Wachposten hin. Kann man was drin machen? Nö. Wir haben jetzt einen Wachposten. Das ist auch ein sehr merkwürdiger Bug. Naja. Wenn es ein Bug sein soll. Ja, manchmal schicke ich auch gute Fahrzeuge in die Dumping Machine. So, der erste Herkules oder sonst. Da kommen wieder zwei ineinander geklebt. Der eine darf direkt in die Schrottpresse. Das ist am Anfang immer vertauscht. Aber naja. Da kommt der erste. Der ist sogar. Da müssen wir halt intervenieren hier. Wir können die Dinge halt ein bisschen verbessern hiermit. Ob es das wirklich bringt, weiß ich nicht. Manchmal ist eine Produktionsstraße richtig gut. Mit dem nächsten Auto dann wieder richtig bad. Der Witz ist, diese ganzen Roboterarme haben alle dieselbe Tragelast. Wenn ihr wisst, wie man die irgendwie künstlich vergrößern kann, die Tragelast, wär mir ganz lieb.
Also die Lagerfähigkeit, ne? Ich meine, hier von dem Deluxe Standard, die produzieren davon unfassbar viele und es sind weniger Einheiten. Wir könnten mal so als unterstützende Hilfe vielleicht hier hinten einfach noch eine Tür einbauen. Ich nehme vielleicht diese Produktionsstätte auch gleich raus, weil hier sitzt ja der Fan und der Standard, das sind ja alles alte Autos. Die kamen ja auch einfach mal weg. Ja, und das ist jetzt das Spiel, wie es ist. Mit komischen Fehlern, die keiner versteht. Naja, bis dahin. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Das war ja Jung Grauwut mit Car Manufacturer. Geiles Spiel. Macht euer eigenes. Eure eigene Meinung. Guckt die anderen Videos. Däumchen hoch, ne?